Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview mit Gerhard Feiner. Wir sitzen wieder zu Hause auf unserer schönen Wohnzimmercouch im sonnigen Zypern und möchten heute mit Ihnen zusammen eine neue Serie starten, eine neue Interviewreihe zu dem Thema, wie Gerhard schon angekündigt hat, der Sinn des Lebens. Ja, die Frage aller Fragen, da haben sich schon zig Köpfe den Kopf zerbrochen, oder wie sagt man, er hat bestimmt schon bei einigen geraucht und sicherlich gibt es auch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Philosophien, unterschiedliche Darstellungen, unterschiedliche Gewichtungen. Wir können nicht auf alle eingehen, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Wir kennen sicherlich wahrscheinlich auch nicht alle Darstellungen. Aber was Gerhard Feiner machen kann, ist anhand der vedischen Philosophie, die uns ja doch näher ist, weil wir ja mit der vedischen Astrologie zu tun haben, vier Lebensziele zu erklären, oder man könnte sie auch vier unterschiedliche, ja, Lebenssinne, gibt es dieses Wort überhaupt, Lebenssinn, hört sich etwas komisch an, nennen. Und das Gute an diesen vier Lebenszielen ist, dass sie auch im vedischen Horoskop errechnet werden können. Doch ich möchte noch nicht vorgreifen, darüber reden wir ganz am Ende. Lieber Gerhard, vielen Dank, dass du wieder da bist. Liebe Brunhilde. Zu Hause bei uns auf unserer Couch. Ja, und dass wir heute über ein sehr sinnvolles, interessantes und spannendes Thema reden. Und bevor wir tiefer einsteigen, was kannst du denn zu dieser, ja, indischen Philosophie und dort den Inhalten zum Thema Lebensziel oder Lebenssinn sagen? Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht wie können wir da auch mal direkt von der Astrologie kommend einsteigen, warum das Sinn macht, sich mit dem Sinn zu beschäftigen oder dem Sinn des Lebens. In der indischen Astrologie oder vedischen Astrologie ist einer der wichtigsten Planeten im Horoskop der Jupiter. Und der Jupiter steht in der vedischen Astrologie auch für den Sinn des Lebens. Und die indischen Astrologen wissen ja, dass ein guter Jupiter eine große Bereicherung ist für ein Horoskop und damit auch für das Leben des Menschen. Und das bedeutet letztlich, dass es also von daher Sinn macht, sich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen. Zudem, das wichtigste oder das günstigste, das beste Haus von allen 12 Häusern, denn ein Horoskop hat ja 12 Häuser, ist das 9. Haus. Und das 9. Haus im vedischen Horoskop steht auch für den Sinn des Lebens. Das bedeutet, dass das Thema Sinn im Leben sehr eng mit der Idee verbunden ist, dass das viel Gutes im Leben bringt, wenn der Sinn klar und gut ist für den Menschen. Und es sich von daher Sinn macht, sich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen, weil darin liegt viel Glückspotenzial, sage ich jetzt mal. Okay, gut, jetzt zu deiner Frage, jetzt sind wir ja bei den Veden. Erstmal, denn es gibt in der vedischen Philosophie, also im vedischen Wissen, gibt es da die sogenannten vier Purusharthas. Vier Purusharthas. Und was sind jetzt diese Purusharthas? Purusharthas könnte man übersetzen als die vier Gegenstände des menschlichen Sinns. Ja? Und die Veden sind ja spirituell inspirierte Schriften, so beschreiben sie uns letztlich als Weisheitslehre die vier Kerninhalte des Sinns des menschlichen Lebens. Ja? Und hier gibt es eben vier, die auch natürlich entsprechende Sanskrit-Begriffe haben. Und ich möchte gleich vorausschicken, dass da keines jetzt weggelassen werden soll. Die spielen alle eine wichtige Bedeutung. Die alle vier sind wichtig, um zur maximalen Erfüllung gelangen zu können. Und so sollte das Leben eines Menschen idealerweise auf all diesen vier Säulen, sag ich jetzt mal dazu, diesen vier Gegenständen stehen.
Na, mir fällt spontan ein, man tut ja auch im Leben sagen Life Balance. Das bedeutet ja auch verschiedene weltliche Lebensbereiche, die sollen ausgeglichen sein. Und dann ist jetzt vielleicht dies die Sinnbalance. Ja? Also auch beim Sinn sollte nicht irgendetwas wegfallen, weil dann stehen wir auch nicht mehr so gut, sind wir nicht mehr so gut in Balance. Möchtest du mit dem ersten vielleicht kurz anfangen oder mit dem Begriff oder möchtest du vorher noch etwas erklären? Vielleicht erstmal die in einem Satz die vier. Okay. Die vier, ja, diese vier Inhalte oder Ziele des menschlichen Lebens. Erstmal in der vedischen Terminologie, weil von den Zuhörern kennen sich vielleicht einige auch damit aus. Sie lauten Dharma, das zweite ist Artha, das dritte ist Karma und das vierte ist Moksha. So, und jetzt übersetzt ins Deutsche. Das erste, also Dharma, hat was zu tun mit Rechtschaffenheit oder dass man das, wofür man erschaffen worden ist, denn der Mensch ist ja auch Bestandteil der Schöpfung, also liegt auch eine göttliche Absicht zugrunde, warum die Bruni ist, was sie hier zu tun hat, ja, und was der Gerhard hier zu tun hat, hat auch was mit Berufung zu tun. Das ist das Dharma. Zweites Ziel ist Artha, das hat mit materiellem Wohlergehen zu tun, ja, einen gesunden Körper haben. Dann das dritte hat zu tun mit Wünschen, ja, Verlangen und Spaß, das ist Karma. Und dann gibt es noch die Idee, dass man sich von dem Mühsal des Kampfs im weltlichen Leben auch mal ausnimmt, ja, oder sogar Befreiung erlangt, was das Eigentliche dahinter ist, nämlich die spirituelle Befreiung, das ist Moksha. Und diese sind eben diese vier Ziele, die alle vier ihre Berechtigung haben und die auch jetzt ziemlich in einem Gleichgewicht sein sollten. Ja? Dass also jetzt hier nichts extrem überbetont ist und was anderes dabei wegfällt. Da werden wir ja auch noch drüber sprechen. Naja, das Leben zeigt es uns ja letztlich auch, weil selbst wenn ganz, ganz spirituelle Menschen hier leben und die von mir aus sich komplett zurückziehen, der Körper wird trotzdem sagen, ich habe Hunger, ich brauche etwas zu essen, ich brauche Kleidung. Ja? Also er muss sich auch um diese Probleme kümmern. Ja? Oder ein anderer, der von mir aus sich darum sehr, sehr gut kümmert, aber die seelischen Belange kommen zu kurz, da gibt es dann immer dieses Gewissen, was sagt, du, eigentlich fehlt doch noch etwas, ja, da ist doch noch irgendwas. Also wir hantieren letztlich gleichzeitig auf mehreren Ebenen. Und das möchte an und für sich auch diese verschiedenen Lebensziele das ausdrücken. Ganz kurz nur, bevor du näher darauf eingehst, weil ich habe gehört, den Begriff Karma nicht zu verwechseln bitte mit Karma. Karma, da fehlt das R. Karma ist etwas anderes. Aus Karma kann zwar Karma entstehen, aber es ist jetzt nicht Karma mit Karma gemeint, sondern Karma heißt ja Wünsche, sich seine Wünsche, Bedürfnisse, Verlangen erfüllen. Möchtest du jetzt ein bisschen eine genauere Erläuterung geben zu den einzelnen Zielen? Wir werden zu jedem einzelnen Ziel ein eigenes Interview machen, wo wir ausführlicher drüber reden, auch mit Beispielen. Aber jetzt vielleicht nur mal 2, 3, 4 Sätze zu jedem einzelnen Ziel, damit die Zuschauer sich doch etwas mehr darunter vorstellen können, weil dieses Wissen ist ja doch nicht wirklich verbreitet bei uns. Ich denke, es ist ganz gut, es auch so aufzubauen, wie es sich dann auch im persönlichen vedischen Horoskop widerspiegelt, über das wir auch noch sprechen werden. Und zwar, die Basis von allem beginnt erstmal mit dem sogenannten Dharma. Das bedeutet, das Leben eines Menschen sollte auf dem Dharma fußen. Und das Dharma, was ja auch für Rechtschaffenheit, Tugendhaftigkeit steht, sollte sich auch in allen anderen Lebenszielen, ja, wie ich mein Geld verdiene und, ja, wie ich meine Wünsche erfülle, auch widerspiegeln. Und somit hat Dharma eine Basisfunktion und sollte sich in allen anderen Lebenszielen, sollte das auch beachtet werden. Also nur das mal konkret zu machen, Dharma bedeutet ja auch, dass ich zum Beispiel eine Tätigkeit ausübe, die in Übereinstimmung damit ist, was meiner Wesensnatur entspricht. Ja?
Wenn beispielsweise sich die allmächtige Kraft oder die Gotteskraft durch mich ausdrücken möchte, durch einen meinetwegen Astrologen, der das damit beruflich sein Geld verdient, dann sollte ich das auch machen und nicht meinetwegen sagen, naja gut, aber da verdiene ich, meine ich, vielleicht nicht so viel, wie wenn ich, sag ich jetzt mal, an die Börse gehe und dort irgendwie eine berufliche Tätigkeit ausübe, da kann man viel mehr verdienen. Und weil dann lebe ich mein Dharma nicht, sprich ich lehne den göttlichen Willen ab, wie sich dieser durch mich zeigen möchte. Und das ist letztlich sogar aus Sicht der vedischen Schriften eine Sünde. Denn es soll nicht darauf ankommen, wo ich den höchsten materiellen Erfolg habe. Der kann schon trotzdem sein, ja, aber er sollte auf der Basis meines Dharmas sein, denn jedem Menschen liegt eine ganz individuelle Schöpfungsabsicht zugrunde. Ja. Je mehr wir alles gleich machen, ja, oder Herdentrieben folgen, umso weniger lebt der Mensch sein Dharma. Wenn wir Trends folgen, oh, jetzt kann man gut Geld verdienen, wenn man in die, was weiß ich, Branche geht, ja, da ist jetzt ein Markt, ja, dann folgen wir Trends. Aber in dem Wort Trend steckt ja das Wort Trennen drin. Das heißt, wir trennen uns von unserer Individualität. Und Individualität ist eine, das ist eine göttliche Eigenschaft. Und die möchte sich eben durch uns zeigen, weil Individualität bedeutet unteilbar. Das ist das, was einzigartig ist an uns. Ja? Dass wir da vielleicht erst hinkommen über nebenberufliche Tätigkeit und dass man das auch alles meinetwegen überlegt aufbauen muss, das ist etwas anders. Aber jetzt nochmal von daher, Dharma heißt also, jetzt war ich schon bei dem ersten ein bisschen zu lang, ja. Muss ich kürzer machen, dass wir unser Leben, auch die anderen Lebensziele, auf Basis unserer Individualität und auf Basis der Rechtschaffenheit verfolgen. Ja? Okay. Ich sage das dann vielleicht bei den anderen Lebenszielen, wie da das Dharma noch hineinspielt. Oder wir haben ein eigenes Interview. Ja, da werden wir länger sprechen. Ja. Zweitens, Artha. Hier geht es einfach darum, wie du schon gesagt hast, wir brauchen die Butter auf dem Brot, wir wollen nicht frieren, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir müssen uns auch um den Körper kümmern, weil das ist unser Tempel, in dem die Seele wohnt. Und müssen uns auch um ihn kümmern, dass er gut funktioniert und dass es ihm gut geht. Aber hier sind wir auch wieder beim Thema Dharma. Das Geld, das wir brauchen, um unseren Körper erhalten zu können, sollten wir in Übereinstimmung mit unserem Dharma verdienen. Da merkt man schon wieder die Vernetzung. Das dritte ist Karma. Wir brauchen auch Dinge, wo wir uns Wünsche erfüllen, was kaufen, ausgeben, ein gutes Essen mal genießen, zu zweit einen Theaterbesuch, ja, oder einen Ausflug machen. Das ist wichtig, weil wir haben auch Verlangen und Begehren. Nur sollten die in Übereinstimmung wieder sein mit unserem Dharma. Sprich, durch die Lust, die wir ausüben möchten, darf zum Beispiel kein anderes Geschöpf leiden. Drückt das also Prinzip aus, okay? Wünsche ausleben in Verbindung mit Rechtschaffenheit. Ja, genau. Also Ethik und Moral, Ideale behalten. Genau, und genau, gell? Richtig, richtig. Ja, und dann haben wir als viertes noch Moksha. Der Mensch ist aus Sicht der vedischen Terminologie eine Seele, die nach Befreiung strebt. Und so ist das höchste Ziel, demnach ist ja auch das 12. Haus im Horoskop Befreiung. Aber nicht nur im spirituellen Sinne, denn dass man überhaupt mal dorthin kommt, dazu gehört auch, dass man sich mehr rausnehmen kann aus dem weltlichen Existenzkampf. Ja? Das vierte Lebensziel hat also mit Freiheit zu tun, frei zu sein vom Mühsal des materiellen Existenzkampfes. Man braucht auch Erholung, man braucht auch Urlaub. Ja? Und in einem höheren Sinne sogar so weit, dass man auch die Anhaftung, hier unbedingt meinen sein zu müssen, ja, überwindet, um eine befreite Seele zu werden. Dass man auch, wenn es wäre, satt und erfüllt von hier gehen kann und nicht
jammert, wenn man so quasi sein Leben mal zu Ende geht. Sprich, dass alles ein gutes Ende nimmt und dass man sogar das Ziel der Selbst- und Gottesverwirklichung in diesem Leben erlangt. Das ist so, sagen das halt die vedischen Schriften. Ja, das ist dann die Oktave ganz, ganz, ganz oben. Ganz oben. Also das ist der steile Weg da mit diesem ganz hohen Ziel. Aber davor sieht man schon mal, ist auch notwendig, dass man überhaupt mehr Zeit hat. Ja? Das ist damit verbunden, sich auch rausnehmen kann aus diesem, ich sage mal, Hamsterrad. Ja? Weil wenn man nur am Funktionieren ist, dann ist es schon mal schwieriger, überhaupt das Bewusstsein darauf mehr auszurichten. Und so gehört vorher schon mal dazu, dass man mehr Zeit hat, mehr Ruhe hat. Das ist alles das Thema dieser Befreiung oder Erlösung oder Freiheit. Um sich zu besinnen. Zum Beispiel durch so ein Interview. Ja, durch so ein Interview, ja genau. Zum Beispiel sich inspirieren zu lassen, ja, durch so ein Interview. Gut, wir wollen es jetzt nicht mehr so lang machen wie das letzte Mal. Nein, wir haben jetzt noch hier zwei Punkte stehen. Ja. Der eine Punkt ist, möchtest du sagen, anhand der vedischen Philosophie sind wir aktuell im sogenannten Kali-Yuga. Das kannst du besser gleich noch etwas erklären. Und welche dieser Lebensziele hier im Allgemeinen, in der Gesellschaft oder in unserem Sein hier aktuell am stärksten vorhanden sind und warum das so ist? Hm. Also es gibt ja, die Zeit hat nicht nur eine Quantität, also dass man zählt von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, sondern die vedischen Seher und Weisen, wie auch alle anderen, in allen anderen Kulturen, wussten auch um die Qualität der Zeit. Diese Zyklen, ja, gibt ja den Zyklus mit den Mayas, ne, wo wir gehört haben, der Maya-Kalender hat 2012 sich was geändert, aber das gibt es auch in unserer Kultur mit dem silbernen Zeitalter, goldenen Zeitalter und solchen Dingen, ne, und dem kupfernen Zeitalter und eisernen Zeitalter, und das ist in Übereinstimmung auch mit der vedischen Terminologie, und da leben wir momentan im sogenannten Kali-Yuga. Das hat 3100 in etwa vor Christus begonnen, wird noch viele Jahrtausende dauern. Und die Qualität dieser Zeit bedeutet, dass jetzt mehr die, ja, wie könnte man sagen, die Schattenseiten des Menschenseins auch sichtbar werden, auch an ihren Regenten, ja, was sie vorhaben und wie sie herrschen. Und deswegen ist es so, dass jetzt in diesem Zeitalter von den vier vedischen Lebenszielen, normalerweise sollte das Leben des Menschen auf diesen vier Säulen stehen: Dharma, Artha, Karma, Moksha. Aber die Basis Dharma, ne? Aber Basis Dharma. Im Kali-Yuga wird das Dharma, das ist das Ziel der Kräfte, die hierher kommen, also ja, das hat alles seine Hintergründe, soll das Dharma mehr zerstört werden, ja, und es soll auch nicht um Befreiung, also um Moksha gehen, sondern der Mensch soll mehr rein produzieren und konsumieren, also nur das zweite und das dritte Lebensziel, Artha und Karma, also Genuss, und dafür soll er halt schuften, damit er sich seinen Genuss leisten kann. Ja, dann hat er auch keine Zeit zum Nachdenken. Dann hat er keine Zeit zum Nachdenken und wird in diesem Rad der Wiedergeburt auch gehalten. Und das Reich der hiesigen Fürsten wird größer, weil halt immer mehr Menschen hier oder mehr Seelen hier sein werden. Produzieren und konsumieren. Und die sind dann diejenigen, die halt produzieren und konsumieren. Mhm. Und allerdings, der Grad der Erfüllung ist dann der höchste für den Menschen, wenn man sich ganzheitlich betrachtet als Seele, wenn man sich auch mit seinem Dharma beschäftigt, aber auch mit Moksha beschäftigt. Mhm. Und wenn das erste und das vierte Ziel unter den Tisch fallen, weil dafür mit kein Zeit mehr bleibt, weil allein die Arbeit, oder dann zu sagen, oh, jetzt muss ich ja schauen, dass ich meinetwegen mal, jetzt ist mir schon die Arbeit zu viel, jetzt gehe ich aus bis in der Früh um vier und dann muss ich vielleicht einen ganzen halben Tag schlafen, damit ich wieder fit bin. Arbeit und dann ein bisschen Genuss, ja, und dann bleibt kein Platz mehr. Jemand sagte mal so schön, das fällt mir gerade dazu ein, dass was wir unter Spaß verstehen, ist eigentlich etwas sehr Eigenartiges. Weil wenn wir sagen, mein Gott, ich hatte so eine harte Woche, Montag bis Freitag, oder gerade Jugendliche oder junge Erwachsene,
ja, jetzt muss ich mal richtig einen drauf machen, jetzt gehe ich mal richtig einen saufen. Und jetzt gehe ich und dann bleibe ich bis in die Puppen auf, sodass eigentlich das ganze Wochenende, wo ich jetzt frei hätte, um nachzudenken, um was Schönes tun zu können, um in die Natur zu gehen, mich zu inspirieren, ein gutes Buch zu lesen, was auch immer, bin ich jetzt total kaputt, habe meinen Körper vergiftet, aber wir nennen das Spaß und Erholung. Also da sieht man eigentlich auch schon, wie verdreht und verrückt alles ist. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen das Beste draus machen. Und Gott sei Dank kann ja jeder, wenn er möchte, sich auch seine eigene Insel bauen. In dem Sinne, dass er sich ja, sein eigenes Leben bewusst selber aussucht und nach baut. Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Letztlich folgt ja alles einem höheren Plan, sage ich jetzt mal. Und das Gute an der Entwicklung in dieser hiesigen Zeit, also diesem Kali-Yuga, wo jetzt sozusagen die Nahrung für die Seele zu kurz kommt, sage ich jetzt mal, weil Dharma und Moksha zu wenig Raum haben, führt aber genau dazu, dass dieser spirituelle Hunger zunehmen wird, weil der Mensch lebt auf Dauer nicht vom Brot allein sozusagen, also er braucht auch Nahrung für die Seele. Und weil das zu wenig, weil hier zu wenig zur Verfügung, also da ist und immer sichtbarer wird, dass hier das Dharma fehlt oder sogar grob verletzt wird, entsteht automatisch aber die Nachfrage nach dem, was fehlt. Und so könnten wir sagen, leben wir in einer Zeitqualität, die für das Wachrütteln in diese Richtung hervorragend geeignet ist. Eine goldene Gelegenheit. Eine goldene Gelegenheit, und deswegen hat jede Zeitqualität auch ihre Berechtigung und sollte auch mit den daraus guten Möglichkeiten, für was sie da ist, im entsprechenden Lichte gesehen werden. Naja, also ich muss persönlich sagen, ich steckte bis 24 nur in Artha und Karma. Ich habe all das, was ich gerade selber gesagt habe, es ist ein falsches Verständnis von Spaß, in Exzess gelebt und erlebt. Mit Gott habe ich gehadert, er hat mir meine Mama zu früh weggenommen. Und Dharma, was ist das? Man muss halt irgendwas arbeiten, um Geld zu verdienen, damit man sich das leisten kann, diese komischen Freuden, die man halt meint zu brauchen für die Ablenkung. Und dann war es aber genauso, dass ich mit meinem Latein am Ende war und dann kam der Punkt, dass ich sagte, okay, es muss was anderes geben. Und dann gab es ein Gebet und dann gab es Fügungen und dann gab es die Zufälle, die keine sind, und so kam eins zum anderen. Und heute, wenn ich mich anschaue, ich bin ein völlig anderer Mensch. Also das, was ich damals gelebt habe, das ist wie, also ja, als ein anderer Mensch. Und ich möchte nicht zurück, aber ich lerne daraus. Und ich hatte damals aber auch nicht das Bewusstsein. Ja, und deswegen beginnt ja auch alles mit Bewusstsein schaffen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Das heißt, wir müssen auch im Kali-Yuga nicht stecken bleiben, nur in unseren Wünschen oder nur in dem, ja, für unsere materielle Sicherheit zu sorgen. Es gibt noch mehr, und derjenige, der Sehnsucht hat oder Hunger hat, wird zu den richtigen Informationen zur richtigen Zeit kommen. Und wenn sich jetzt jemand mit diesen Lebenszielen auch tiefer beschäftigen möchte, zum Beispiel anhand seines vedischen Horoskops, gibt es da Möglichkeiten, und wenn ja, wie stellt sich das in wenigen Sätzen da, im Horoskop, wie könnte man etwas beleuchten hier? Es ist also so, dass meistens ein Ziel etwas mehr Schwerpunkt hat im Leben. Der eine ist etwas mehr, meinetwegen, auf das materielle Wohlergehen ausgerichtet, weil er vielleicht da ein Defizit hatte im vergangenen Leben, jetzt möchte er damit besser werden, will da mehr Energie hineingehen. Was sehr gut ist, damit er mehr in die Balance kommt und das lernt, ja. Außer es würde überhöht werden und andere Ziele fallen dadurch weg, das wäre das Negative, weil da haben wir ein Ungleichgewicht. Und so kann man einen betonteren Sinn, welches dieser vier Ziele mehr Bedeutung hat, aus dem vedischen Horoskop herauslesen. Denn diese vier verschiedenen Ziele des Menschen werden unterschiedlich den 12 Häusern zugeordnet. Also ganz konkret gesagt sind die Häuser das 1. und das 5. und das 9. Haus repräsentieren Dharma,
Das zweite, das sechste und das zehnte Haus repräsentieren Artha, also materielles Wohlergehen. Das dritte, das siebte und das elfte Haus Wünsche, also Karma. Und das vierte und das achte und das zwölfte Haus Befreiung. Und ganz grob gesagt, je nachdem zum Beispiel schon, wie viele Planeten in diesen einzelnen Häusern sind, kann man schon mal auszählen, wo viel Bewusstsein hingeht, um eine gewisse Gewichtung zu erkennen. Je nachdem, wo wichtige Persönlichkeitsfaktoren mit diesen Häusern verbunden sind, kann man, wenn zum Beispiel der Mond und die Sonne oder der Herrscher des Aszendenten oder der Seelenplanet, der Atma-Karaka, mit diesen Häusern mehr verbunden ist, ja, oder mit diesen Häusern mehr verbunden ist, erkennt man einen gewissen Schwerpunkt, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Und das hilft dann dem Menschen, ihn anzuleiten, denn dort wird er auch mehr Sinn finden. Ja? Wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel stark das Thema Wünsche hat, dann ist es jemand, der eben hierher gekommen ist, weil er noch viele Wünsche in sich trägt, die er mal erfahren möchte, um von diesem Brennen nach Erfüllung in bestimmter materieller Dinge, die einfach kennenlernen will, erfahren will, ausleben will. Und dann sollte er sich auch auf gesunde Weise natürlich, auf rechtschaffene Art und Weise mit der Erfüllung derselben auch sein Leben ausrichten. Ja? Und ein Mensch, der meinetwegen sehr starkes Befreiungshoroskop hat, sollte sich dann meinetwegen mehr der Entsagung darauf ausrichten. Und so Menschen kann man dann stark helfen und sagen, Mensch, du trau dir das doch, das ist doch dein Weg, deswegen bist du doch hier, mach doch das mehr zu deinem Schwerpunkt, weil da steckt dein Sinn, den du hier erfahren willst, sehr stark dahinter, ist da sehr stark zu erkennen. Und das liest man eben aus dem Horoskop heraus. Ja, sehr spannend. Es gibt dazu ganz, ganz viel noch zu sagen. Hat jetzt jemand, der sich dafür interessiert, die Möglichkeit bei dir, dies irgendwie zu erfahren? Gibt es zufälligerweise da etwas gerade, vielleicht im Herbst oder so? Ja, wir haben im Herbst noch zwei Seminare, die sich mit dem Thema entweder dem Schicksal, wie man das meistern kann anhand des eigenen Horoskops oder der eigenen spirituellen Entwicklung, das ist ein anderes Seminar, in Verbindung mit dem eigenen vedischen Horoskop, in einer Gruppe mit Gleichgesinnten, mit mir zusammen in dem wunderschönen Land Zypern beschäftigen. Und das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, wo man sich jetzt noch anmelden kann, wenn man hier diese besondere Gelegenheit ergreifen möchte. Genau, und da wird ja auch konkret gehen. Und da gehe ich genau darauf ein. Das ist auch ein Bestandteil. Da wird es eben für jeden auch Arbeit, dass man mal da wirklich und noch mehr in die Tiefe gegangen, was man hier alles ableiten kann. Sehr gut. Und ansonsten hast du natürlich immer deine vedische Astrologie-Online-Schule, wo jemand von zu Hause aus in seinem eigenen Tempo sich dem selbst widmen kann. Alle Informationen finden Sie dazu unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Klicken Sie auf die Links dort und Sie werden alles erfahren. Lieber Gerhard, liebe Brunhilde, lieber Gerhard, wir verabschieden uns für heute. Es folgt morgen gleich das nächste Interview zum Thema Lebenssinn. Und da werden wir die vier, die du jetzt vorgestellt hast, also eins picken wir uns heraus, ja, und gehen dazu mehr in die Tiefe. Ja. Das gleiche machen wir mit den anderen drei, ja, damit hier überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, was es für Möglichkeiten gibt für einen Menschen, ja, einen Sinn im Leben bewusst zu erfahren. Genau. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.